Hallo meine Lieben, ganz kurz hier ein Video zum Thema Klicktipp und Automatisierung bzw. Verknüpfung mit jeglichen CRM-Systemen in Verbindung mit zum Beispiel HubSpot, Salesforce, Pipedrive, CRM-Systeme, egal welches CRM-System, da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr wie Coupa, Close.io, so viele CRM-Systeme. Und zwar Automatisierung bei Klicktipp ist es so, dass man hier und Automatisierung gibt es hier den Reiter, ne, kann man natürlich hier hat man einige Dinge. Und die Sache ist die, dass letztendlich Clicktip schon eines der teureren Automatisierungstools ist. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel jetzt und gleichzeitig Integrationsschnittstelle in der Regel alles über Zapier läuft. Ja, deswegen ist auch hier bei Outbound Schnittstellen Zapier Trigger. Ja, hier kann man die da sozusagen anlegen und ich habe hier aktuell das für 70 €. Das ist so ein Vorzeige. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht, zahle ich da nicht 150 € im Monat, um das hier vorzuzeigen. Die anderen Accounts, das sind alles Kundenaccounts, die nehme ich jetzt nicht für YouTube-Videos her. Und hier kannst du dann quasi, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen 70-Euro-Account hast und hier kannst du quasi nur einen Trigger anlegen. Du müsstest jetzt hier quasi auf den Link und dann hier upgraden und du siehst schon, es wird dann noch relativ schnell geht es dann auch. Hier kann man sich zum Beispiel ein bisschen Ersparnisse, aber dann auf einen Schlag 1.200 € für ein Startup ist vielleicht dann auch nicht ganz so günstig. Also es ist schon eines der teuren Tools auf der einen Seite und ich sage das, obwohl ich natürlich Clicktip selber auch promote, ne? Aber man kann ja auch, also meine Kunden zum Beispiel, egal wie klein oder groß, wissen es immer sehr zu schätzen, wenn man in gewisser Weise sich als Berater positioniert im Markt und auch ein Stück weit Neutralität gewährleistet. Das heißt, einfach das Beste für den Kunden und dann erst schaut, okay, was gibt es für Anbieter von Software und so weiter und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, was man sich dann kauft. Ja. Also für viele, die ist es halt einfach zu teuer, weil die wirklich interessanten Dinge, du hast es ja gerade gesehen, da kommt man so unter 1.000 € im Jahr nicht weg. Ja. Und wenn du jetzt quasi ein komplettes Startup bist, bootstrapped, also hast du irgendwie keine Geldgeber, was ich auch empfehlen würde, besonders wenn du jung bist, dich nicht sofort abhängig zu machen von irgendwelchen Investoren, dann ist natürlich jede 1.000 €, die du nicht zahlen musst im Jahr, ist natürlich dann schon was wert. Keine Ahnung, du arbeitest vielleicht noch aus, keine Ahnung, vom Dachboden heraus und so weiter, hast du einfach gar keine, ich weiß, wie das ist. Oder vielleicht sogar Schulden, ja. Weiß auch, wie das ist, hatte ich auch schon mal eine Zeit lang. Gott sei Dank bin ich da raus, ja. Und das ist ja, gibt es dir bestimmt günstigere Möglichkeiten, auch andere, wie zum Beispiel ActiveCampaign oder sowas, ist auch jetzt nicht super günstig, aber wo du quasi mehr, sagen wir mal, mehr Schnittstellen hast für weniger Geld, ja. Das ist halt das bei Clicktip. Musst du halt relativ schnell ein bisschen höher dich upgraden, wenn du halt quasi in die wirklich interessanten Dinge rein willst, wie Automatisierung, Schnittstellen. Und selbst wenn du dann höher bist, ja, läuft vieles über die Schnittstelle Zapier. Also ich wüsste jetzt nicht, also Outfunnel zum Beispiel hat keine, also es gibt viele andere noch, ich glaube, gibt es noch einen anderen, wie heißen die, habe ich jetzt wieder vergessen. Schnittstellensoftware. Also es gibt so zwei, drei große Schnittstellensoftware, die auch versuchen jetzt gerade im Markt, sagen wir mal, ja, hier Fuß zu fassen. Aber das sind teilweise halt internationale, also ausländische Anbieter, wie Zapier halt auch, ja. Also Outfunnel kommt aus Estland, genauso wie Pipedrive zum Beispiel und so weiter. Und Clicktip ist halt sozusagen nicht so stark internationalisiert, also im internationalen Raum, sagen wir mal so. Ist Clicktip weitestgehend nicht so, sag mal, nicht so präsent wie im deutschsprachigen Raum. Und das hat wiederum zur Folge, dass wenn viele der CRMs, ja, wenn wir jetzt von CRM und Integration und so weiter und Automation sprechen, Automatisierung und Integration mit deinem Marketing-Software-Automation-Tool, dann ist eben sozusagen, da gibt es da relativ wenig native Schnittstellen. Also mal umgekehrt ein Beispiel. HubSpot ist so dermaßen international präsent,
dass es kein Tool gibt, das ich jemals gesehen habe, egal ob das jetzt ein Kalendertool ist, ein CM-Tool oder ein Voice-over-IP, Telefontool oder egal was für ein Tool, welches nicht eine native Schnittstelle zu HubSpot hat. Ja? Salesforce ähnlich. Ja? Und ClickTip als E-Mail-Automation-Tool hat halt nicht diesen Status global gesehen. Ne? Jedes deutschsprachige Software-Tool im Sales, im Vertrieb und Marketing Bereich hat irgendwo meistens eine Schnittstelle. Ne? Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel e-Termine, ja, ein deutschsprachigen Kalendertool, wo eine native Schnittstelle hat. Kalendria hat da, glaube ich, keine, soweit ich weiß, noch nicht native Schnittstelle und so weiter und so weiter. Ne? Das ist eben das, der Vor- und Nachteil auch, das ist auch bei anderen Tools wie zum Beispiel Avalanche, ja, das ist ja auch so ein typisches B2B Online-Marketing-Tool. Auch da gibt es nicht so viele native Schnittstellen zu internationalen Tools. Und das ist halt das, wo du dir grundsätzlich die Frage stellen musst: Okay, was willst du erreichen mit deinem Business? In welche Märkte willst du rein? Willst du vielleicht auch irgendwann mal global? Ja, also ist da vielleicht auch ein gewisser Fokus, dass du quasi oder auch B2C, B2B ist ein sehr großer Unterschied und so weiter. Also, ClickTip ist ein cooles Tool für bestimmte Dinge. Und bei manchen Dingen gibt es sicherlich auch bessere Lösungen. Und HubSpot ist zum Beispiel voll integriert, da hast du so ziemlich alles drin, ja. Klar, wenn du da natürlich auf die Professional Version halt upgradest oder eins drüber, na, dann bist du halt gleich dann auch, sondern musst auch löhnen. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Bei ClickTip ist es hier Automatisierung und dann musst du halt in der Regel outbound. In der Regel so mehr oder weniger alles, was Integration in CRM-Systeme oder egal was, mehr oder weniger über Zapier abbilden. Und Zapier ist halt letztendlich eine Plattform für sich, ich glaube Marktführer sogar oder so, wo da auch wiederum viele, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier gerade auföffnen kann. Also hier zum Beispiel auch so viele vordefinierte Integrations, schon vorgeskriptete, also eine Schnittstelle, die sagen wir mal nativ ist, ist ja nichts anderes wie eine vorgeskriptete Schnittstelle. Auch einige hast, ja, ClickTip Zapier. Vielleicht aber auch nicht so viel, hier zum Beispiel mit Pipedrive, aber vielleicht auch nicht so, sagen wir mal, so viele, ja. Und wenn du natürlich jetzt sagst, okay, Zapier kann schon manchmal auch ein bisschen tricky sein, ja, also ist nicht mehr ganz so trivial, ja, wie es vielleicht manche sagen würden, also für jemanden, für einen Laien sowieso, ist meiner Meinung nach Zapier, also es ist nicht so einfach Click and Go, das ist zum Beispiel Outfunnel wesentlich simplifizierter, aber da gibt es keine native Schnittstelle zu ClickTip. Also insgesamt würde ich sagen, ist Zapier schon relativ anspruchsvoll, also mal so von der Komplexität her mittendrin, ja. Und du hast halt da nicht jetzt so groß andere Optionen noch, ja. Von daher ist eine Überlegung wert, sich das mal anzuschauen. ClickTip, hier unten habe ich natürlich einen Link wie immer und auch von Pipedrive und so weiter. Aber ja, musst du selber wissen, wenn du da vielleicht noch ein paar Tipps oder was brauchst, dann einfach Kommentare, ja, einfach offene Fragen rein. Kriegst auch eine offene Antwort, ehrlich und transparent von meiner Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich mit meinen Kunden in der Vergangenheit hatte oder was ich auch sonst halt einfach davon halte. Ansonsten einfach Termin mit mir buchen, wenn es irgendwie ernsthafter du eine Zusammenarbeit anpeilen wollen würdest. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein und ciao. Happy Hunting.